Schubrohr der Firma Argus zur Anwendung. Die Funktion des Triebwerks. Die Pressluft strömt aus der Kugelflasche in den Treibstoffbehälter und drückt auf den Flüssigkeitsspiegel. Dadurch strömt Treibstoff über den Regler zum Triebwerk. Die Außenluft strömt durch die Klappenventile in den Brennraum ein, in den gleichzeitig Treibstoff eingespritzt wird. Nur die erste Zündung erfolgt durch eine Zündkerze. Die Zündung bei allen folgenden Arbeitsperioden erfolgt an heißen Restgasteilchen. Durch die Zündung entsteht eine Verdichtungswelle, die zum offenen Rohrende läuft und sich dort in eine Verdünnungswelle wandelt. Sie läuft zurück und bewirkt das Öffnen der Klappenventile. Der stetig zuströmende Treibstoff bildet mit der einströmenden Außenluft ein frisches Gemisch. Diese Verdünnungswelle, die am geschlossenen Klappenkasten reflektiert wird und zum offenen Rohrende läuft, entstand ebenfalls bei der Zündung. Sie wandelt sich hier in eine Verdichtungswelle, die zum Klappenkasten zurückläuft und die Klappen wieder schließt. Wir wiederholen. Die Verdünnungswelle öffnet die Klappen, die Überdruck- oder Verdichtungswelle schließt sie wieder. Mit dem Wellenvorgang ist die Beschleunigung der Gasteilchen verbunden, die am offenen Rohrende ausgestoßen werden. Das Ausströmen mit großer Geschwindigkeit ruft eine Schubwirkung in Richtung des Pfeiles hervor. Die Physik der wandernden Gaswellen ist das unsichtbare Geheimnis des Rohres. Was in der Theorie schwer verständlich ist, zeigt uns die Zeitlupenkamera am Versuchsstand, das pulsierende Arbeiten des Schubrohres. Es folgen Einzelheiten über das Triebwerk am Gerät 76. Das Rohr im Flugzustand. Haube abgenommen. Die Haube dient zur Verkleidung des strömungstechnisch ungünstigen Rohrkopfes. In der Gabel ist das Rohr gummigelagert aufgehängt. Vor dem Klappenkasten, der die Luftventile enthält, die Leitungen für Treibstoff und Anlassluft. Klappenkasten abgenommen. Die Blende schützt den Klappenkasten vor der Flamme und verbessert die Gemischaufbereitung. Das Schubrohr selbst ist nur eine Blechröhre, ein Triebwerk höchster Einfachheit. Hier noch einmal der Klappenkasten von vorn mit den vielen kleinen Lufteintrittsöffnungen. Auf der Rückseite sitzt die Blende. Jetzt wird die Blende abgenommen. Man sieht die Einspritzdüsen, durch die der Treibstoff zerstäubt wird. Hier noch einmal ganz deutlich die federnden Klappenventile aus dünnem Stahlblech. Im Rhythmus der Explosionen schließen und öffnen die Klappenventile das Rohr, um immer wieder Luft für eine neue Verbrennung hereinzulassen. Das Gerät startet klar aus dem Geschütz. Gezeigt wird ein Triebwerkprobelauf. Zündung einschalten. Der Druck der Anlasspressluft stimmt. Der Platz hinter dem Rohr ist geräumt. Ein Druck auf dem Knopf. Teillast. Volllast. Die Klappenventile arbeiten. In dem Rohr spielt sich der geheimnisvolle Vorgang der aufeinanderfolgenden Explosionen ab. Aufnahmen mit der Zeitlupe. Im Rhythmus der Explosionen schließen und öffnen sich die Klappenventile, während die Düsen Treibstoff in den Brennraum spritzen. Mit diesem Triebwerk kann das Gerät weite Strecken zurücklegen. Übersicht der Steuerungsanlage im Rumpf. Kompass, Pressluftbehälter, Steuergerät, Seitenrudermaschine, Höhenrudermaschine.